Und viele fragen sich auch immer, hey, Benny, ganz ehrlich, du warst doch da im Einzelhandel, wird da auch geklaut? Aber sowas von, wir hatten mal eine Diesel-Kollektion, ne? Da kostet eine Jacke 599 Euro. Die haben wir Dienstagabend aufgebaut, Mittwochmorgen, alle weg. Dann kommt der Chef und sagt, guter Job. Ich sag, das waren die Jungs mit der Reisetasche. Mein Chef hat das mal gemacht, der hat mal in Hamburg gearbeitet, im Einkaufszentrum. Ne? Kamen so zwei größere Herren rein, ne? Und mit einer Reisetasche, Job, Ständer, schön Anzüge rein, Richtung Tür. Mein Chef 1,75, Murmel, Halbglatze, stellt sich in den Weg. Die Herrschaften und die beiden Typen, hast du ein Problem? Schönen Tag noch. Das ist... Hey, haben Sie schon eine Kundenkarte? Dann. That's right. That's right. Yeah. Ja, es ist so. Und was sie alles klauen? Ohne Scheiß, die klauen WC-Deckel vom Kundenklo. Ja, schrauben die ab, klemmen das unter den Arm, gehen an die vorbei, mitten in der Abteilung, so ein Grinsen. Da kannst du maximal sagen zu deinem Kollegen, ist Sanitär, sind wir nicht, lass ihn gehen. Die klauen sogar Klobürsten vom Kunden-WC. Ja, jetzt hast du Spaß. Suppt ja auch nicht beim Einstecken in die Innentasche. Da muss ich kurz einwerfen. Wir hatten so eine Kantinenfee, die war immer so ein Plauderlaune. Sensationelle Frau. 25 Leute im Mittagstisch, 13 Uhr sitzen in Lübeck in der Kantine. Ruhige Stimmung, bisschen besinnlich sogar, trotz Sommer. Es war immer Weihnachten. Wir sind am Essen. Das war mega. Die steht vorne und war so ein Plauderlaune und sagt original. Also zu Hause mache ich meine Klobürste in der Geschirrspüle sauber. Kennst du das, wenn er kommt zum Magen und sagt, jetzt! Umsatzeinbrüche in der Kantine. Alle so, nee, ich geh raus. Tschüss, ich bin weg. Nein, 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 nein. Und es geht ja noch weiter. Stell dir mal vor, dass du ein Sit-in bei solchen Leuten zu Hause. Du sitzt am Esstisch, du hast Spinat zwischen den Zähnen, das ist kein Spinat. Und die hatte auch trockene Haut, die war 63, passiert manchmal, ne? Trockene Haut. Du wusstest beim Salatbuffet nicht, ist es Parmesan oder Hautfetzen? Und wisst ihr, wo der Spaß aufhört? Die klauen Klopapier. Klopapier. Wie viel, ich frage mal jetzt unter uns, wie viel musst du kacken, damit du Klopapier klaust? Auch da wieder, du kriegst mittlerweile 10 Rollen, vierlagig bei Rossmann, locker 3,99 im Angebot, das ist schon gut. Aber nee, lieber Clown, vor allem, wie sieht denn das aus? Stell dir mal vor, du gehst heute hier aus der Muck raus, ne? Hast hoffentlich einen schönen Abend. Mitten auf Straße kommt einer auf dich zu. Ey, brauchst du? Und dann erwischst du dich ja selber, du erwischst dich ja, wie du verhandelst. Ey, guckst deine Frau an, Schatz, wir haben vierlagig, oder? Ja, hab ich, kein Problem. Ne? Ich verhandel noch. Und dann gibt's auch Leute, die sind zu doof zum Clown. Dann kommen wir wieder zum Thema, ne? Wir hatten einen Jugendlichen, 16 Jahre, der sollte, Mutprobe, hat einen Ledergürtel geklaut. Und jetzt macht der Detektiv, bevor die Polizei kommt, so auf Vier-Augen-Gespräch, ne, und sagt, sag mal, wenn du schon so doof bist und klaust, warum nimmst du nicht den Hochpreisigen? Wisst ihr, was er sagt mit 16? War mir zu teuer. Und das ist... Aber so voll überzeugt auch, ne, baut sie auch so auf. Und das ist ja interessant, ne, guck mal, was haben wir alles? Jetzt sind doch mal, wir haben Mann, Frau, wir haben Männer alleine, wir haben Jugendliche. Männer, wir müssen drüber reden. Nimm mal komplett alle weg und lass mal Männer ganz alleine shoppen gehen. Es ist so ein bisschen das Bild des Elends. Männer wollen ihren Frauen zu Hause beweisen, dass sie es drauf haben, wissen aber, dass sie mit ihrem Leben spielen und sind deshalb etwas gereizt bei der Ansprache. Ich hatte einen Kunden in der Herrenhosenabteilung. Ich sage, guten Morgen, kommen Sie zurecht soweit? Nee, aber macht nichts! Ich sage, kann ich dann weiterhelfen? Ja, wenn mich mal jemand fragen würde! Ich bin nicht doof, 3 Jahre Einzelhandel, ich habe was gelernt, ne, in der Ausbildung, bevor ich dann 10 Jahre am Start war. Ich mache einen Schritt nach hinten, gehe nach vorne, ich sage, guten Tag, wir kennen uns noch gar nicht. Kann ich vielleicht weiterhelfen? Junger Mann, das können Sie. Ich brauche eine Profiberatung, ich suche eine Jeans. Eine Jeans! J-E-E-H-N-S, sag das mal für dich selber, da geht der Körper nach oben. Jeans! Jeans! Ist so geil. Jeans. Nee, die Steigerung von der ganzen Thematik ist, ich suche Jens. Und wie oft haben wir Leute ausgerufen, die gar nicht gekommen sind. Und jetzt lass die Experten mal bei den Marken ankommen. Vergiss jedes Rätselspiel. Da standen erwachsene Leute vor mir im Verkauf. Ey, Chef, ich suche Tommy Hilfiger. Ich hatte mal eine Kundin, die stand ernsthaft vor mir. Junger Mann, haben Sie Tommy Hilfiger? Ich sag, das habe ich auch. Es ist... Kommt ein Typ aus dem Nichts. Ich denke, wo kommt der denn jetzt her? Moin, da sind Sie ja. Ich suche Thorsten Hilfiger. Ich sag, wen? Thorsten Hilfiger beim Bauamt, aber nicht hier. Standen erwachsene Frauen vor mir, haben nach einer Cookie-Tasche gefragt.
eine Cookie-Tasche. Wenn jetzt ein Kind auf die Bühne kommt, sagst du: Cookie, schön, dass du da bist.